Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Am Schabbat, dem 4. April Vormittag, liest man in allen Synagogen die Verse aus dem 3. Buch Moses, Levitikus, zur Vorbereitung des jüdischen Festes Pesach, Fest der Freiheit. Dieses Jahr beginnen wir Pesach am 8. April am Abend. Ehrlich gesagt fällt es mir sehr schwer vorzustellen, dass an dem wunderschön gedeckten großen Tisch meine Frau und ich alleine sitzen. Wo sind unsere Kinder, Enkelkinder, Freunde? Der sogenannte Sederabend ist der Social Event der jüdischen Gemeinschaft. Als fast 80-jähriger Rabbiner, Shoah-überlebendes Kind in Budapester Ghetto, habe ich vieles in meinem Leben durchgemacht, nicht immer Rosiges. So ein Pesach noch nie. Trotzdem bin ich optimistisch. Juden zitieren häufig das Prophetenwort Kol Israel Aravim Ze Beze. Auf Deutsch, jeder Jude ist für den anderen verantwortlich. In diesen schwierigen Zeiten, aber eigentlich immer, sage ich, jeder Mensch ist für den anderen verantwortlich. Persönlich erfuhr ich Mitte März hautnah, was diese Worte bedeuten. Die ersten WhatsApp-Unterstützungsangebote kamen von unserem syrischen Flüchtlingspärchen und unserer schiitischen Freundin. Mein Herz freute sich unendlich. In einer Zeit der Ungewissheit und Ängste zeigt unsere Gesellschaft ihre wahre Stärke. Als Rabbiner sage ich ehrlich, gerade die unzähligen Menschen, jung und alt, die kaum oder nie in Synagogen oder Kirchen gehen, zeigen ihre wahre Solidarität und Moralvorstellung. Ich bin überwältigt und tief dankbar. Wir hoffen und beten dafür, dass wir alle gemeinsam diese Krise möglichst mit den geringsten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden überwinden. Ich frage manchmal, wenn Corona vorbei sein wird, wird alles so bleiben? Meine Antwort, hoffentlich nicht. Wir werden uns eines Tages wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil, paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose geworden waren. Wir werden uns glücklich zurückerinnern, wie viel Kreativität und Initiativen diese Krise bei allen Schichten der Bevölkerung ausgelöst hat. Und meistens nicht bei den amtlich dazu verpflichteten Christen und Juden, sondern von ihrer Moral bewegten Menschen. Ich nenne lediglich ein Beispiel. Die Initiative Kochen für Helden, das heißt Essen kochen und bringen für die Helden, die Tag und Nacht unermüdlich um die Kranken kümmerten, an den Ärzten, Schwestern und Pflegern. Wir werden uns zurückerinnern, dass Politik,
wieder Vertrauen ins Gesellschaftliche bekommen hat. Auch die Wissenschaft erlebte in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance. Aber auch Philosophen, Pastorinnen, Pastoren, Rabbinerinnen und Rabbiner bekamen mit ihrer Stimme mehr Anerkennung. Meine Hoffnung ist, dass unsere Demokratie aus dieser Krise als Gewinner ausgehen wird. Wenn all dies eintreten wird, kann das Pessachfest ab Mittwochabend von allen Bürgern dieses Landes als Fest der Freiheit gefeiert werden. Wir werden uns hoffentlich bald unsere Freiheit zur körperlichen Umarmung wiedergewinnen. Bleiben Sie alle behütet, gesegnet und gesund.